Flaggen über Flaggen, soweit das Auge reicht. Wir befinden uns hier aber nicht in Amerika, dem Land der Extreme, sondern im bescheidenen Duisburg. Und mittendrin der 53-jährige Thomas Rost. Pünktlich zum WM-Start hat er seine Mietwohnung in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer verwandelt. Die Idee dazu kam aus einer Bierlaune heraus. Entstanden ist also 2002, als ich angefangen habe mit der Deutschlandfahne, mit der großen 40 Quadratmeter. Und dann über die Jahre ist dann immer mehr geworden. Da haben wir gesagt, komm, wir müssen mal ein bisschen was mehr machen. Da wurde dann schon langweilig, die eine Fahne. Und dann habe ich gesagt, komm, zur Weltmeisterschaft 2014 habe ich dann so 10, 12 Fahnen aneinander genäht. Dann 2016 hatte ich bei der Europameisterschaft alle 24 zusammen. Und dieses Jahr haben wir gesagt, machen wir alle 32. Und das Ergebnis hängt da hinten. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. 5 Nächte lang hat der Duisburger die 32 Flaggen der WM-Teilnehmer eigenhändig mit der Nähmaschine zusammengeflickt. Nicht nur viel Arbeit, sondern auch rund 1.000 Euro hat Thomas bereits in Deko und seine Flaggenwerke investiert. Mit seinem außergewöhnlichen Hobby stößt er auf geteilte Meinungen. Manche sagen, mir gefällt's nicht, sage ich immer zu den Leuten, na, wenn es euch nicht gefällt, braucht ihr nicht hier vorbeikommen, braucht ihr nicht gucken, dann lasst es sein. Ne? Aber den meisten gefällt es, die hier vorbeikommen. Viele halten an mit dem Auto, steigen aus, machen mit dem Handy Fotos. Und bei so viel Fanliebe hätte sein Namensvetter Thomas Müller bestimmt auch nicht schlecht gestaunt. Startklar für die WM in Russland. Das sind auch die vielen Bars, Kneipen und Biergärten in unserer Stadt. Die Duisburger Gastronomin Jutta Rodzanski hat sich zur Fußballmeisterschaft etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Denn bei ihr trifft deutsches Bier auf russischen Wodka. Die sogenannte Katharina Z sorgt für authentische WM-Stimmung. Es ist abgeleitet im Prinzip von einem kaiserlichen Bier. Das heißt, ein Brauer, wenn er ein besonderes Fest begangen hat, dann hat er quasi Bier mit Sekt gemischt und dazu kommt halt die Frucht und da sind wir schon, also es schmeckt ziemlich fruchtig. Der Wodka ist an sich klar und hat auch wenig Geschmack, macht aber halt mit den Promille die Vollmundigkeit aus des Getränks. Auch die Küche steht ganz im Zeichen der Fußball-WM in Russland. Inspiriert von den Köstlichkeiten aus dem Land im Osten Europas, bereitet Chefkoch Lothar in der Küche einen russischen Burger zu. Wir haben einmal das Burgerbrötchen, das ist ein Roggenbrötchen, das wird mit einem grobkörnigen Senf bestrichen. Dann kommt Sauerkraut drauf, die Russen verarbeiten ja auch sehr viel Sauerkraut, Soljanka und so ist ja auch russisch. Und dann kommt natürlich unser Rinderpatty drauf, der selber hergestellt wird. Und dann eine russische Soße, das ist mit frischem Meerrettich, mit Tomatenketchup und Mayonnaise. Die wird dann schön verrührt mit einem Gurkenrelish. Ob russisch inspirierte Leckereien oder Biercocktails mit Wodka. Jutta und ihr Team sind kulinarisch und getränketechnisch gut auf die WM vorbereitet. Besonders früh bereiten sich auch die Duisburger Dekoläden auf das Sportevent des Jahres vor. Dort werden sämtliche Fanartikel bereits ein Jahr im Voraus bestellt. Ob Flaggen, Hüte oder Girlanden. Es wird gekauft, was das Zeug hält. Petra Manoa ist Inhaberin eines Duisburger Dekoshops und weiß, was angesagt ist. Der absolute Renner und klassisch wie immer sind natürlich die Fahnen. Dann sind es so Abdeckungen für die Spiegel beim Auto, die man praktisch um den Spiegel machen kann. So, das sind so die richtigen Hits. Es gibt aber noch irgendwie, jetzt haben wir zum Beispiel hier, haben wir Extensions, auch sehr witzig. Kann man sich einfach mal so rasch in die Haare machen, auch sehr lustig. Vom aufblasbaren Getränkekühler in Form eines Fußballs bis hin zu WM-Tretern in Schwarz-Rot-Gold-Optik. Wem jetzt schon das Fußballfieber zu Kopf steigt, kann sich beim Kauf von Fanartikeln ordentlich ausleben und austoben. Von Kopf bis Fuß auf die WM eingestellt sind auch Petras Angestellte. Der Countdown zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland läuft. Und in Duisburg ist längst das WM-Fieber angekommen und ausgebrochen.